Guten Morgen Leute, heute geht's ums Thema Brustschwimmen. Ich habe wieder einige Anfragen gekriegt, weil einfach noch viele Probleme bestehen. Ich habe es auch jetzt im Sommer einfach im Freibad überall gesehen, dass einfach die Leute noch oft einen Ristbeinschlag, eine Schere beim Brustschwimmen machen. Und deshalb erkläre ich euch heute nochmal in der Bewegungsbeschreibung theoretisch und praktisch im Wasser den Brustbeinschlag und bringe dann nachher noch eine kleine Übungsvariation für eine enge Kniehaltung ins Spiel. Jetzt aber geht es erstmal zu der Bewegungsbeschreibung an Land. Ganz kurz, hier habe ich eine neue Badehose am Start von Adidas, die aus Infinitex-Material, chlorresistentem Material besteht. Pulse X Graphic war, glaube ich, der genaue Name. Ich blende euch auch einen Verkaufslink nachher ein. Und hier nochmal meine Schwimmbrille, falls jemand kaufen will. Das ist die Hydronator-Schwimmbrille von Adidas, jetzt in der verspiegelten Variante. Blende ich euch auch einen Link ein. Gibt aber dafür nochmal ein extra Video, wo ich euch nochmal ein paar Details zu den Produkten verrate. Jetzt kommen wir aber zur Bewegungsbeschreibung an Land. Ganz kurz, die Knotenpunkte beim Brustschwimmen sind das Anfersen der Unterschenkel oder der Fersen natürlich, dann das Ausdrehen der Füße und eine explosive Schwunggrätsche. Ganz wichtig, diese drei Knotenpunkte müsst ihr euch aufschreiben, auswendig lernen, notieren, ganz egal, behaltet sie einfach. Jetzt lege ich mich ganz kurz aufs Brett, dass ich einen weicheren Untergrund habe. Kameramann, kommt mal bitte zur Seite oder irgendwo hin, wo man es besser sehen kann. So, wie fängt unser Brustbeinschlag an? Wir beginnen natürlich immer in Strecklage. So ist immer unsere Ausgangsposition nach einem Brustzyklus. Was kommt dann? Das Anfersen der Beine. Das sieht so aus, dass die Unterschenkel einfach Richtung Gesäß ziehen, die Fersen Richtung Gesäß ziehen und als nächster Schritt zieht man dann die Zehen zum Schienbein und führt sie nach außen. Nennt man diese Haltung, nennt man auch Charlie Chaplin Fußstellung. Wer Charlie Chaplin von euch noch kennt, vielleicht die ganz Jungen, erinnern sich nicht mehr daran, auf jeden Fall Charlie Chaplin Fußstellung. Was kommt danach? Eine explosive Schwunggrätsche, Patz! Und wir haben wieder eine gestreckte Fußstellung. Nochmal ganz langsam für euch, Anfersen mit Zehen zum Schienbein, Ausdrehen der Füße, explosive Schwunggrätsche und Strecklage. Dabei kann man jetzt auch einen Fehler machen, Kameramann geht mal kurz zur Seite. Viele Leute ziehen jetzt die Füße nicht zum Gesäß, sondern wandern mit den Knien Richtung Brust-Bauchbereich. So hat man einfach viel zu viel Widerstand und kriegt dann nur eine Stoßgrätsche, eine sogenannte Stoßgrätsche oder eine falsche Schwunggrätsche hin, wo man einfach wesentlich weniger Druck erzeugen kann. Deshalb merkt euch immer, Unterschenkel, Fersen zum Gesäß ziehen, ausdrehen und dann kriegt man eine gescheite Schwunggrätsche hin. Jetzt zeige ich euch das Ganze mal im Wasser. Und das nehmen wir mit auf die andere Seite. Genau, ich schwimme jetzt einfach eine Bahn, Brustbeinschlag für euch. Versucht es euch richtig vorzumachen. Merkt euch, Knie nicht ganz breit, sondern ungefähr schulterbreit, hüftbreit. Ja, vielleicht eher hüftbreit, schulterbreit wäre schon zu weit. Und guckt einfach mal zu. Dabei könnt ihr auch nochmal Folgendes merken. Der Brustbeinschlag, wenn die Schwunggrätsche erfolgt, geht immer leicht nach hinten abwärts. Dann kommt nämlich das Gesäß und die Hüfte bei der Schwunggrätsche nach oben. So, los geht's. So, jetzt bringe ich eine Variante ins Spiel und zwar mit dem Pullboy hier klemme ich mir zwischen meine Beine. Das ist jetzt eine Übung speziell für Leute, die Probleme haben, die Knie eng zu halten. Denn, also ich schwimme jetzt keinen Brustarmzug, sondern ich schwimme wieder Brustbeinschlag mit einem Brett. Kann ich natürlich auch ohne Brett machen. Ich werde aber das Brett einfach mal mit benutzen. Und jetzt muss ich nämlich die Knie extrem eng halten, sonst geht mir das Pullboy natürlich nach hinten futsch. Also, einfach Knie eng halten, versuchen das
auszuführen. Dabei jetzt wirklich achten, Füße müssen extrem nach außen drehen vor der Schwunggrätsche. Und los geht's. Gerade diese Variante mit dem Pullboy fördert auch extrem eure Beweglichkeit im Kniegelenk, im Sprunggelenk. Das tut weh in vielen Fällen. Gerade im Knie gibt es oft Schmerzen. Aber ihr werdet eben gezwungen, diese Gelenke zu benutzen. Und darauf kommt es an. Weil beim Brustschirm muss man eben extrem beweglich in den Gelenken sein, um einen druckvollen Beinschlag erzeugen zu können. Darum geht's. Und wenn man das hinkriegt, dann kann man auch viel schneller Brustschwimmen, als wenn man eben diese explosive Schwunggrätsche nicht mit viel Druck nach hinten ausführen kann. Und was wollen wir letzten Endes? Wir wollen schnell schwimmen, wir wollen auch schön schwimmen und niemand sieht gern einen falschen Brustbeinschlag. Deshalb versucht es zu Hause, macht es nach und ich hoffe, das Video bringt euch weiter. Ich blende euch hier oben nochmal ein Video ein, wie man das Ganze dann mit dem Armzug verbindet für die Gesamtkoordination. Und wenn ihr jetzt 2 Minuten zurückspult, blende ich euch nochmal kurz ein Video zur Fehlerbehebung der Brustschere, des Rissbeinschlags ein. Wer von euch weiß, ihr macht einen Scherenbeinschlag, einen Rissbeinschlag, blende ich euch nochmal in der Mitte des Videos das Video ein. Und haltet euch fit, steigt wieder ein jetzt in die Saison. Geht ins Hallenbad, schwimmt viel, probiert alles aus, schaut meine Videos wie immer, gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat und wir sehen uns wieder. Bis bald, euer Dominik. Ciao, ciao.